Moin, herzlich willkommen am Elbe-Lübeck-Kanal. Der goldene Oktober ist endlich da. Ja, und das ist eine super Stimmung mit diesem leichten Nebel hier. Wunderbar, ich bin mit dem Auto hier nach Lübeck gefahren. Ja, ich bin hier in Lübeck. Und diese kleine Strecke hierher, das sind gerade mal 2 Kilometer, wo ich geparkt habe. Wunderbare Stimmung, also das ist ja echt toll. So, und Oktober ist auch richtig was Tolles mit so einem super tollen Wetter. Und wie ihr seht, hier ist das erste Highlight allein schon mit diesem Kanal und dem werde ich jetzt erstmal ein bisschen folgen. Ja, ich habe nämlich eine selbst geplante Route heute vor. Da fahre ich erstmal entlang bis zur Till-Eulspiegel-Stadt Mölln und dann werde ich abbiegen und dann Richtung dem Ratzeburger See fahren, an der Wakenitz entlang nach Lübeck hinein und dann komme ich wieder irgendwann hier an. Also 80 Kilometer, keine großen Schwierigkeiten, aber auf jeden Fall viele schöne, tolle Highlights, würde ich sagen. Allein das schon wunderbar. Es ist aber eiskalt. Handschuhe sind an 4 Grad. Schon fast Bodenfrost. Das ist nicht mehr lang, dann ist er da. Ja, der Herbst schreitet voran, aber wenn er so golden ist, oh, wunderbar. Bestes Wetter zum Radfahren. Ja, also dann wünsche ich mir viel Spaß, denn ich glaube, es wird richtig schöne Bilder geben. Ja, einfach nur herrlich an diesem Kanal, also das muss ich echt sagen. Bin hier schon öfters längs gefahren, was immer wieder eine Wohltat, muss ich echt sagen. Weil die Uferbereiche sind nicht so verbaut, so wie bei anderen Kanälen. Das ist alles so Schilf und das sieht fast eigentlich wie ein Fluss aus. Und der Weg ist eigentlich ganz gut und eigentlich auch nicht so viel befahren, obwohl es ja doch ein bekannter Radweg ist, der hier längs wird. Die alte Salzstraße von Lübeck nach Lüneburg. Man kann einfach hier nur geradeaus fahren in Richtung Norden oder Süden, wie man will. Das ist einfach nur herrlich. Also das ist ein richtig toller Radweg. Also mir gefällt das jedes Mal, wenn ich hier mal längs fahre. Ich bin hier auch schon mal längs gefahren, habe es verfilmt. Das ist noch ziemlich am Anfang vom Kanal gewesen. Das war mitten im Winter, da war da sogar noch Eis drauf. Meine Eistour, so hieß das Video. Das ist schon länger her wieder. Seitdem bin ich auch nicht mehr wieder hier gewesen. Deswegen, es wurde Zeit. Das ist echt klasse, muss ich sagen. Jedes Mal und dann bei Sonnenwetter und man kann ganz da hinten, da kann man ja sogar die Kirchtürme von Lübeck sehen. Die 2 größten zumindest. Echt klasse. Also hier macht es richtig Spaß. Also weiter geht's zum Genießen. Ich genieße das einfach heute wieder. Das wird auch wieder keine Rasertour. Einfach nur genießen. Das muss man auch nur genießen. Man kann hier einfach nicht durchballern. Das geht nicht. Kilometer 16, ich bin jetzt auf Höhe Bergkantin. Boah, es wird langsam wärmer, aber es bleibt wunderschön. Boah, ach, tolle Stimmung hier, richtig klasse. Boah, hier ist mal wieder so eine modernisierte Brücke. Ja, der Kanal soll bald ausgebaut werden oder sollte schon ausgebaut werden. War alles bewilligt.
Aber inzwischen ist das wieder zurückgestellt. Aber einige Brücken haben sie saniert, unter anderem diese hier. Die ist ganz besonders, denn die hat Fußbodenheizung. Ja, durch Erdwärme wird die eisfrei gehalten. So, auch hier ungefähr die kälteste Ecke von Schleswig-Holstein. Hier ist es immer richtig kalt, wenn man immer guckt im Winter. Die Tiefstemperaturen. Ja, und was ihr auch gesehen habt, erstmal sind die Handschuhe ab. Es wird ja durch die Wärme, aber ich habe das Gravelbike ja auch wieder mit. Ja, ich hatte ja einen Defekt. Die Speichen sind ja rausgerissen. Ja, an mehreren Stellen nach der Radreise. Ja, haben wir es eingesteckt, also mein Fahrradhändler zu Cube. Und was war, ohne Probleme wurde es getauscht. Ja, jetzt habe ich sogar die Reifen des Modells 22. Also vielleicht ist das ja jetzt besser. Ich weiß es nicht, warum das so war. Wussten die auch nicht, aber wurde anstandslos getauscht. Also alles super. Ja, Kundenservice ist doch alles, oder? Also ich kann da jetzt nur Positives von berichten. Und ja, Positives auch nur von diesem Weg. Also super, schön zu fahren und bei dem Wetter einfach nur herrlich. Mölln sind ungefähr noch 15 Kilometer immer hier entlang, aber dadurch, dass er sich auch so ein bisschen schlängelt, der Kanal. Das ist absolut irgendwie so ein Fluss. So kommt das echt dann vor, aber es ist echt wunderbar. Man sieht auch ein paar kleine Schiffe fahren hier rum. Binnenschiffe habe ich hier noch keinen gesehen. Das ist auch nicht so bedeutend, der Kanal, aber zum Radeln einfach nur wunderbar. Kilometer 30 Mölln ist erreicht. Wieder ein schöner Blick von hier. Oh, ich muss sagen, sehr klares Wasser hier drin. Man kann richtig tief gucken und die Fische sogar sehen. Oh, hätte ich gar nicht gedacht. Kennt man gar nicht so vom Kanal eigentlich immer. Nord-Ostsee-Kanal ist auch schon ein bisschen drüber. Aber das ist richtig klares Wasser hier. Und echt eine tolle Aussicht gerade hier auf Mölln. Ja, nun werde ich den Kanal hier aber verlassen, den Elbe-Lübeck-Kanal. Fahr da irgendwo durch die Innenstadt und dann geht es weiter Richtung Ratzeburger See. Aber ich muss sagen, war jetzt bis jetzt hier eine schöne Strecke. Ja, es ist ja nicht umsonst irgendwie flussartig, denn die haben ja hier den Fluss aufgebaggert damals. Die Stecknetz. Deswegen hat es auch so eine Flusstalcharakter hier. Ja, das hier, dieser See. Wow, immer schön hier wieder längs zu fahren. Mal sehen, was Mölln jetzt zu bieten hat.
Da bin ich schon durch Mölln durch. Ja, es war viel los. Da ist ja Höllenverkehr da mitten durch die Altstadt. Mann, da müssen sie doch mal was umleiten. Das ist ja irre. So viel los. Aber ich war ja wenigstens am Brunnen. Ja, kann ich auch schon mal sagen. Aber es hat noch mehr zu bieten da oben. Sieht man auch noch mal so ein altes Gebäude. Da war ich jetzt nicht. Ja, eine Kirche war ich denn noch mal. Mal gucken, aber ja, da war echt was los. Ja, bei dem schönen Wetter sind die Leute halt auch draußen. Ja, nun ja, werde ich mir irgendwo mal gleich mal ein Pausenplätzchen suchen. Da sind wir bald 40 Kilometer rum. Wird auch Zeit. Jetzt von hier aus fahre ich jetzt so einmal so ein bisschen quer durch Richtung Ratzeburger See. Aber der ist auch nicht weit von hier. Das sind nur ein paar Kilometer. Da habe ich ja wohl jetzt das richtige Pausenplätzchen gefunden. Das ist noch nicht der Ratzeburger See, das ist der Pinnsee, ein Waldsee. Mittendrin im Nirgendwo hier. Also auf einmal war die Landschaft ganz anders. Aber frisch ist es immer noch. In der Sonne ist das super warm, aber für Jacke aus langt das irgendwie nicht hier im Wald. Aber ich bin hier ganz alleine. Super Plätzchen, man hört. Das wird man nicht hören können, aber die Kraniche ziehen hier irgendwo da hinten vorbei, es kreischt hier überall. Also totale Ruhe hier, wenn ich jetzt hier nicht reden würde. Aber ich mache jetzt hier eine Snackpause und dann geht es weiter auch zum Ratzeburger See. Der wird etwas größer sein als dieser hier. Da ist nun der Ratzeburger See mit Ratzeburg da hinten. Da fahre ich jetzt nicht durch. Ich fahre hier an der Ostseite entlang, immer weiter bis zum nördlichsten Punkt. Und dann da startet die Wakenitz, die ich dann weiter folge bis nach Lübeck.
Aber bis jetzt kann ich sagen, Strecke, ja, ist auch ganz schön anstrengend jetzt. Also Gesamtstrecke waren von den 50, die ich jetzt gefahren bin, 45 auf Gravel, auf Schotter, mal gut, mal besser. Und hier in den letzten Kilometern ging es ja doch ein bisschen hoch und runter, also ist doch ein bisschen anstrengend. Ja, Schleswig-Holstein, die Verhältnisse halt, aber doch ein bisschen macht das einen doch ein bisschen warm. Aber naja, schönstes Wetter, es ist einfach herrlich, aber der Wind hat ein bisschen zugelegt, aber im Moment habe ich ihn als Rückenwind, ist ja echt klasse. Bin jetzt gerade ein, zwei Kilometer hier am See entlang gefahren, da war gar nicht viel zu sehen und dann, ja, da steht Anlegestelle, Badestelle, ja, da fahr doch mal runter und was eine tolle Aussicht, also wow, das ist ja echt wieder klasse, schöner Blick auf den Ratzeburger Dom, war ganz klasse, oh, das Wetter, doch, es wird wärmer, na, ich glaube, ich riskiere mal die Jacke auszuziehen, es ist doch noch anstrengend, es ist immer noch auf Gravel viel, hoch und runter, auch dieses Stück hier hinter den Häusern, aber wunderbar. Wow, ich glaube, hier muss ich noch einen Moment sitzen. Herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, auf halbem Weg zwischen Ratzeburg und der Nordspitze des Sees ist ein Stück Mecklenburg. Ich habe gerade die Grenze überfahren. Ja, man sieht es eigentlich nicht. Ist nur so ein kleiner Wassergraben. Da war die Grenze früher. Aber gerade eben, meine Güte, der Weg war nicht toll. Nicht so wie hier jetzt. Das sind die letzten 300-400 Meter. Da kam ich aus dem Waldweg. Das war echt ein Weg. Immer Steine dazwischen. Eigentlich sonst schön zu fahren, aber da waren immer Steine. 5 bis 10 cm gucken die raus. Und auf einmal bin ich voll drauf gefahren. Alter, das hat einen Schlag gegeben. Boah, aber kein Platten bis jetzt. Also das war ein ausgeschilderter Radweg, aber andauernd diese Steine und auch mal Wurzeln. Wurzeln kann ja immer mal sein. Und bei diesen Lichtverhältnissen jetzt im Wald sieht man das natürlich nicht so genau. Aber das war sonst ein schöner Weg, aber diese Steine dazwischen, ja, da muss man echt aufpassen. Aber sonst eigentlich fast immer noch nur Gravel hier. Ganz wenig Asphalt. Also perfekt für das Rad. Also mal sehen, wie es weitergeht jetzt hier in Mecklenburg. Aber es sind nur 3, 4, 5 Kilometer vielleicht. Also nicht so viel.
Hier bin ich jetzt an der Nordspitze des Sees, auch schon wieder in Schleswig-Holstein. Aber hier kann man echt gut eine Rast machen nochmal. Ah, hier, wo jetzt kein Wind rankommt, ist es wieder richtig schön warm. Oh, ist aber ein großer See. Das sind doch einige Kilometer gewesen jetzt. Aber ja, schöne Kilometer trotzdem. Ja, Mecklenburg-Vorpommern war komischerweise fast alles asphaltiert, gerade in die paar Kilometer. Sonst davor alles nur Gravel fast. Also ja, so unterschiedlich, aber es ist richtig schön hier. Wow, tolle Sicht. Die Sonne blendet irgendwie jetzt zu dieser Jahreszeit besonders doll, aber einfach grandios hier. Also richtig tolle, viele Highlights heute. Das macht richtig Spaß und Laune. Ach, ja, erstmal da was futtern und hier mal hingucken. Das ist also die Wakenitz. Das sieht aus wie ein Kanal. Sieht man, da wird gerudert. Kleine Schiffe fahren hier durch. Und es ist hier so laut, weil ich direkt unter der Brücke der A20 hier stehe. Das war, da drüben war Mecklenburg-Vorpommern. Hier war mal Grenze. Aber man sieht da wieder nichts mehr davon, zum Glück. Aber es ist echt schön hier. Das Wasser ist glasklar. Na, ist ja klar. Es kommt ja natürlich vom See. Wow, Tiefe. Ich würde sagen, 1,20, so optisch. Wärm ist es bestimmt nicht mehr, aber ist schon toll hier. Da hinten sind sie schon. Ja, boah, aber naja. Oh, 15 Uhr schon wieder. Mann, ich habe aber noch ein bisschen mehr wie 20 Kilometer oder fast 20 Kilometer bis zum Rest. Und Lübeck kommt ja auch noch. Aber da werde ich nicht ganz in die Innenstadt fahren, sondern nur an der Wakenitz und dann wieder zurück zum Elbe-Lübeck-Kanal. Naja, mal sehen, wie es hier weitergeht an der Wakenitz. Die ist ja eigentlich auch nicht lang, nur 15 Kilometer. Aber es geht nur vom See bis in die Trave, das ist nicht lang. Aber naja, ich werde jetzt weiter folgen. Ob ich hier noch viel von sehe, werdet ihr natürlich auch noch sehen. Sonst melde ich mich in Lübeck. Ja, herzlich willkommen in Lübeck. Das sieht nicht so aus. Da hinter den Bäumen und hinter mir hinter den Bäumen ist alles bebaut, aber hier ist Naturschutzgebiet an der Wakenitz. Hier ist ja auch ziemlich breit. Wassersport ist hier noch erlaubt. Aber wie man sieht, die Vögel, ja, die fühlen sich ja pudelwohl. Ich habe mich auch gerade irgendwie pudelwohl auf der Strecke gefühlt. Es war fast nur Gravel, nur feinschottrig. Also wie das richtig Spaß macht, kann man auch mal ein bisschen Gas geben. Oh, ein Stück. Mal an der Wakenitz wieder dran. Ja, war richtig toll. Und jetzt ja, bin ich hier kurz, ja, noch nicht mal weit mehr vom Zentrum entfernt. Aber da werde ich nicht ganz reinfahren. Aber ein besonderes Gebäude möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ja, mal schauen, welches das wohl ist.
Das ist nun das Haus oder das Gebäude, was ich euch zeigen wollte. Das Tor der Hoffnung, errichtet von Rudolf Groth. Er ist hier geboren worden, ja, aber er hat sein Geld in Mexiko gemacht. Ja, zur damaligen Zeit wollte er der Stadt was gönnen. Ja, hier war alles noch Wiese, da hat er hier auf dem besten Grundstück dieses Gebäude errichten dürfen. Ja, hat auch eine ganze Zeit hier gewohnt. Aber ich finde auch diese Sprüche, die jetzt da draufstehen, die passen richtig. Das sind richtig tolle Sprüche. Also, die sind so ein bisschen wieder aktuell. Auf der Rückseite gibt es auch noch, aber hat auch das beste Grundstück hier gebaut. Man kann, hat hier einen super Blick auf die 7 Türme. Jetzt zurzeit nicht, weil es alles grün ist, aber ja, eins der besten Grundstücke in Lübeck hat er damals gekriegt. Ja, nochmal auf der Rückseite hier, auch so ein toller Spruch drauf. Beste Aussicht hier und die Sprüche da drauf, wie gesagt. Wow, die passen irgendwie jetzt zu dieser Zeit jetzt. Das muss auch mal wieder, das ist mal wieder aktuell. Ja, und wie man hier sieht, echt eine tolle Aussicht, ein toller Park. Hat hier Blick auf die 7 Türme. Ja, und Rudolf Groth, er war kein Nationalsozialist, sondern ein sozialistischer Nationalist. Das ist ganz wichtig zu sagen. Ja, und jetzt werde ich gleich die nächste Brücke nehmen, darüber und genau auf der anderen Seite fahren und nicht in die City. Das kommt bestimmt noch mal irgendwann anders mal dran, mal die Kirchtürme, die Kirchen und alles, das, die Innenstadt mal anzuschauen. Aber nicht bei dieser Tour. Ich habe echt unheimlich viel gesehen heute. Es war eine super Tour bis hierhin und wird auch noch sein, bis ich gleich wieder am Ausgangspunkt bin. Da ein bisschen habe ich aber noch. Da bin ich wieder am Ausgangspunkt nach 85 Kilometern. Unglaublicher schöner Tag, das kann ich gar nicht beschreiben. Und die Tour, so viele Highlights, das hätte leicht für 2 Videos oder mehr gelangt. Boah, diese 85 Kilometer, wunderbar. Ich glaube, davon waren 75 auf Gravel. Boah, 75 Kilometer. Ja, es war auch so wie hier eigentlich ein einfacher Schotterweg, dann auch mal ein bisschen grober, habe ich gesagt, da waren manchmal ein paar Steine, aber alles in allem eine tolle Gravel-Tour, muss ich jetzt sagen, also mit so, so unglaublich viel schönen Highlights, die kann ich gar nicht mehr alle aufzählen, aber ihr habt sie ja alle gesehen und ich habe ja noch nicht alles gezeigt, es war ja nur so eine kleine Runde, ich war nicht in Ratzeburg drin, ich war nicht direkt in Lübeck drin, also alles gezeigt habe ich nicht. Aber es war richtig, richtig schöner Radeltag. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sogar noch kurz fahren kann. Es ist jetzt 17 Uhr. Man merkt, es wird jetzt wieder kühler. Boah, aber als Radeltag. Und eine einsame Spitze, unglaublich. Ich hab's ja gewusst, wie es hier aussieht. Aber ich muss sagen, hier an der Wakenitz und in Lübeck, da war ich noch nie mit dem Rad. Also das war alles Neuland für mich und boah, sehr, sehr schön gewesen. Kann ich nur empfehlen, diese Runde. Ist doch anstrengend nachher, am Kanal ist es einfach, aber mache ich es doch immer
hoch und runter, also nicht ganz einfach, aber so viele Highlights, so traumhaft, ihr habt es gesehen. Ja. Und eins muss ich ja sagen, ich habe das jetzt gefilmt, alles mit der GoPro 10, keine Mucken, alles gut geklappt. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie die Bilder geworden sind, aber ja, zweimal habe ich gewechselt, dieser Akku ist noch ziemlich voll, also naja, man muss sagen, die Akkus sind ja auch größer als die von der 8er, also so bleibt es gleich, aber Stromverbrauch ist ja trotzdem höher, aber egal. Aber mir hat die Kamera bis jetzt auf dieser Tour gut gefallen, also wenn die Bilder noch was geworden sind, dann ist es so alles ja, gut so. Also, ja, dann hoffe ich, es hat gefallen, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen, moin moin, also dann bis zur nächsten Herbsttour, hoffe ich doch.